Ja, hallo und seid gegrüßt, meine Kompostwurm-ablutschenden Freunde. Ich bin ein Affenkönig dämlich. Das ist The Call of the Wild, The Angler, Part 26. Wir sind hier immer noch in Norwegen und es ist ganz früh. Und ich bin extra für euch aufgestanden. Und ja, wir machen jetzt hier einen schönen Frühpart. 4.54 Uhr, ihr seht's ja. Wir wollen nämlich schön anfangen. Los, rein in die Bude, Vollgas. Dass auch alle schön wach werden hier in dem kleinen Nest. Ihr seht schon unten auf unserem Kompass, wo wir hin müssen. So, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Jetzt kannst du drauf drücken, mein Großer. Es gab einen neuen Patch. Man kann jetzt anfüttern, was ich ja sehr geil finde. Aber leider kostet die Zwille zum Anfüttern schon die günstigste, glaube ich, 20.000 und geht hoch bis 50.000. Und Futterboote gibt es auch, aber ich werde mich auf die Zwille, könnte ich auf jeden Fall mal sparen, wenn wir da mal richtig Kohle kriegen. Weil das gefällt mir besser als irgendwie zum Futterboot, das ist nicht so mein Ding. Hier ist es wirklich ganz schön düster. Da muss man ja aufpassen, dass er nicht um der Ecke die nächste Riesenklaue lauert oder was auch immer. Fehlt nur noch, dass der T-Rex hier rausgestopft kommt. Aber wunderschön. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt mir so viele Tipps und schöne Sachen geschrieben. Ich krieg die Namen gar nicht mehr alle beisammen. Es sind langsam wirklich viele, egal ob bei Instagram oder hier bei YouTube. Mega geil. Fühlt euch alle herzlich gedrückt. Ich finde keine Worte dafür. Das freut mich einfach wirklich, wirklich toll. Super toll. So, und och, die Sonne geht auf. Da müssen wir doch mal kurz innehalten. Komm, schalt eine Welle runter und werf den Anker aus. Oh, geil, Leute. Ach, das haben sie auch gepatcht. Guck mal. Das Auto rollt jetzt. Oh, und wir hinterlassen richtige Spuren. Auf der Straße. Naja, die sind ganz schön weich, die Reifen. Die sind nämlich eigentlich nur... Oh, da kommt der Yeti. Die sind eigentlich nur aus Gautschuk. Deswegen raspeln die sich hier so ab, die Dinger. Aber eben umweltfreundlich. Brauchst du aber im Jahr 4 Sommerreifen und 4 Winterreifen, ist klar. So. Hat ein kleinen Linksdrall, die Bude. Ja, die Kamera wackelt auch ein bisschen mehr hier. Seht ihr das? Boah, das wirkt alles schon mal geil. Wenn jetzt noch das Armaturenbrett auffliegt oder Risse kriegt, weil ich hier so rumfahre wie ihr Bekloppter, dann wird es richtig cool. Oder das Handschuhfach auffliegt, wo mein eisgekühltes Bier drin ist. So, es kann sein, wir müssen hier ab. Zweigen, ja, hier könnten wir rüber. Hier war das andere Gewässer, da waren wir schon. Ja, dann fahren wir jetzt den Wanderweg lang, da müssten wir direkt hinkommen. Aber da ist dann wahrscheinlich wieder so ein, ja, ein steiniges Gebiet. Was ist das denn für ein kleiner Tümpel? Da muss doch auch ein großer wohnen. Einer wenigstens. So gut, dann beginne. Offroad, yes. Ho, 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 ho. Ah, schade. Ich vergesse mal, dass es ja kein Mudrunner ist. Aber irgendwo kommen wir hier bestimmt rüber, oder? Na komm, ich mache mal mit und halte mich mal an die Vorgabe. Ach so, das war diese Mini-Brücke. Ne, da kann ich mich ja gar nicht an die Vorgabe halten. Haha. Mal gucken, ob wir einen Weg rüberfinden. Oh ja, und auch die Geräusche beim Fahren. Hört ihr das? Wie das richtig unten an den Unterboden knallt? Hier sieht's doch. Ah, da sieht's flacher aus. Oh. Geil. So. Und schon sind wir wieder on the track.
Back in the track. I say we are going out and fishing. Some big fish. I have hungry. I need proteins for my big muscles. So, wo ist jetzt? Aber das Licht könnte heller sein von unserem alten Jeep. Na gut, der hat natürlich auch noch kein LED, ganz zu schweigen, aber bestimmt auch kein... Na, wie heißt die andere Lampenart? Ich komme nicht drauf. Nee, nicht die Osram-Birne. Da kriegt man hier einmal einen Tipp aus dem Hintergrund und der ist völlig falsch. Danke dafür. So, oh ja, das ist ein schöner Wanderweg, könnte man sagen. Und wir wollen ja den fetten Alan fangen. Ich hoffe, wir können den... Oh, wer wohnt denn hier lang? Du musst noch eine Welle runterschalten, Juri, sonst kommen wir nicht von der Stelle. Ja, jetzt, was für ein ruhiger Moment. Eisige Stille. Schafft er es oder... Oh, oder schafft er es nicht? Das ist tatsächlich der Weg. Oh mein Gott. Ah, das haben sie immer noch nicht gepatcht, dass ich jetzt mit dem rechten Stick die Kamera so ein bisschen hochziehen kann, dass ich einfach mehr sehe. Boah, das ist echt unwegsames Gelände hier. Aber gefällt mir. Da macht es dann auch viel mehr Spaß. Generell macht das dem Spiel sehr viel Spaß, finde ich, wenn man dann endlich den Spot gefunden hat. Das finde ich so geil. Das ist dann wie so ein kleines Erfolgserlebnis. Als würde man, in Elden Ring einen Boss besiegen nach dem 30. Tod. So fühlt sich das an. Oh, verdammt, hier läuft die Brühe aber ganz schön schnell. Na, zum Glück ist keiner hinter mir. Okay, da müssen wir uns mal einen Überblick verschaffen. Hier rüber. Ach, ist das geil, Leute. So gefällt mir das. Der frühe Vogel... Kann mich mal. Nein, der frühe Vogel fängt die Dendrobena. Ich war auch ein bisschen angeln, meine lieben Freunde, und es war wunderschön, sage ich euch. Ich muss mal kurz in meine kleinen Notizen gucken. Natürlich, ich kann mir ja auch nicht alles merken, ich wäre nicht jünger. Ich habe ein paar schöne Fische gefangen, unter anderem eine 31er Rotfeder. Die hat ordentlich Krach gemacht, muss ich sagen. Die war schön kräftig, wohl genährt und schön gefärbt. Und schöne rote Augen konnte man auch überlisten. Oh, das ist aber ein schöner Blick. Da ist noch der Aussichtsturm. Können wir mal kurz wenigstens entdecken. Geht der auch als Schnellreiseort jetzt eigentlich? Ist ein Aussichtsturm? Nee. Aber wir sind gleich da, Leute. Oh, und die Sonne geht auf. Was haben wir noch gefangen? Karpfen war komischerweise nicht dabei, obwohl die eigentlich immer gut gingen in der Zeit jetzt. Aber irgendwie mögen die derzeitigen Temperaturschwankungen hier bei uns in Thüringen nicht. Aber wir haben auch wunderschöne Giebel gefangen. Richtig dicke Giebel. Und ich habe 3 Goldkarauschen an der Zahl gefangen. Wunderschöne Tiere, also... Mein Album ist jetzt fast komplett. Ich werde dann bei Instagram so ein komplettes Album mal hochladen mit mehreren Fischen. Und Fischarten vor allem. Oh, ist das geil. Oh, was ist denn das? Da stecken Schwerter drin. Ich dachte, wir sind ja nicht in Elden Ring, aber das sieht ja ganz danach aus. Ha, geil. So, raus aus der Karre. Angel raus, komm. Und weil ihr mir das so oft geschrieben habt, ich glaube, der Puderzuckel, ja, und auch die Nadja und alle haben gesagt, Ausrüstung echt wichtig. Bitte mal mehr.
Ich habe mir jetzt was Besseres gekauft. Oh, was ist denn das? Oh, das sind. Geil, das sind Forellen, oder? Ja, dann mache ich erstmal eine Spinnangelei, eine kleine. Ihr habt das geschrieben und ich habe mir tatsächlich im letzten Part zwei neue Ruten gekauft. Nicht zwei neue Ruten, eine neue Rute, die Blinder hier. Die war recht teuer, ist aber jetzt schon wieder eine bessere Feeder. Ihr seht es ja, die hat bis 18 Kilo Stärke, bis 10 Kilo maximale Leinstärke. Also die Grundrute ist das jetzt. Das Problem ist, ich habe leider keine große oder stärkere Rolle gefunden. Also eine Spule schon. Tut mir leid, ich meine Sehne. Eine Sehne habe ich keine bessere gefunden. Ich habe mir jetzt schon eine geile Rolle gekauft. Allerdings, wenn ich die mir auf die Rute klimper, habe ich keine Sehne, die ich da drauf machen kann, weil die irgendwie zu dünn sind, was ein bisschen komisch ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt eine bessere Rute und damit sollten wir auch dickere Fische landen können. Probiere ich dann auf jeden Fall auch nochmal in den nächsten Parts. So, jetzt aber geguckt. Was will Kollege Arland? Ich freue mich auf den. Das ist ein seltener Fisch, den ich auch selber noch nie beangeln konnte, was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, der macht Spaß. Ich glaube, der macht sehr viel Spaß. Ist ja auch so eine, ja, so eine Mischung, glaube ich, aus Rotfeder und Döbel oder. Na, vielleicht steht es dann in der Beschreibung. Wir schauen da mal. So, da haben wir den Kollege, der möchte. Bevorzugte Köder, High Impact, okay. Hoher Einschlag. Starker Einschlag. Da will wohl ihn auf den Nüschel oder was? So, mal richtig auf der Wasseroberfläche klatschen mit der flachen Hand. Da kommt der Nuff oder wie? Gut, Käse. Käse und Brot. Dann machen wir jetzt schön lecker uns mal hier Käse dran. Und ich wähle mal. Ich probiere es erstmal mit der Pose, weil da kriegt man einfach ein bisschen mehr XP, weil die nicht ganz so überdimensioniert ist. Das ist jetzt auch alles so ein bisschen neu. Das Menü hier soll alles ein bisschen übersichtlicher sein. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, macht Sinn. Schauen wir mal in unsere Route rein. Machen wir mal einen Sechserhaken. Und dann können wir doch mal schön schimmeligen, ekligen Käse dran machen. Reilig. Ein schöner Würfel. Ein schöner kleiner Käseblock. Da kann auch der Arland nicht nein sagen. Achso, das ist die alte Route noch. Das Einzige, was mich wundert, wenn ich jetzt hier hoch und runter gehe, nicht hier in dem Menü, sondern in den Links, das seht ihr gleich, ist, dass das so ein bisschen verschwimmt irgendwie. Oder so nach schimmert. Ihr seht das hier, wenn ich hier hoch und runter gehe. Das verwirrt mich so ein bisschen. Da weiß ich nicht so richtig, wo ich nun bin. Ich weiß, das Gelbe ist das, wo ich bin, aber irgendwie, dass das so nach klingt, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ah, okay. Und das ist Anfüttern von Hand. Reichweite kurz. Ach, da kann ich jetzt. Ach, ich kann auch komplett mit der Hand anfüttern. Na, das ist ja. Na, das ist ja. Ja, guter Hund. Das ist ja geil. Entschuldigt meinen kleinen Ausfall gerade mit guter Hund. Ich bin so ein bisschen in Two and a Half Men Fieber. Ja, ich habe Pipi-Kaka-Humor, das wisst ihr. Und ich liebe diese Serie. Okay, die gucke ich nämlich gerade nochmal durch. Mais, Graupen. Ich hau mal Graupen hier rein. Das ist so ein Allround-Anfütterungszeug für alle möglichen Friedfische. So, und wie funktioniert das jetzt? Ah, jetzt hat er es in der Hand. Och, ist das cool. Leute. 14 Meter. Da liegt es nun. Das finde ich ja geil. Das finde ich geil. Das ist. So ein Patch ist halt mega. Das ist wie. Ja, wir legen uns hier mal noch einen Spot an. Zack. Sehr schön. So, und da unten sieht man auch. Wenn die das da wegschnabulieren oder was? Och, ist das mega. Ja, die schnabulieren das jetzt da unten vom Grund weg.
Die alten Lumiche. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Da gehen wir jetzt hier gleich auf maximale Tiefe. Und dann lade ich die Bose dahin. Auf 14 Meter. Och. Das gefällt mir, Leute. Das hat richtig was. Die machen das Spiel immer mehr zu einer Art Simulation. Oh. Natürlich ist er schon da. Na, das könnte doch schon... Das ist schon einer, Leute. Das ist schon einer. Oh. Ja, die können nämlich auch recht groß werden, die Kollegen. Arland und Silber, also jetzt schon wieder schön die Mission erfüllt. Geil. Und falls ihr euch wundert, warum oben rechts jetzt Affenkönig LP steht, also Let's Play, ich habe meinen Namen im PSN mal geändert. Da war ja vorher Nor von 1986 und jetzt ist er so. Dann findet ihr mich vielleicht auch schneller, wenn ihr eine Follower-Anfrage stellen wollt. So, der hat 1,68 Kilo da. Das ist schon, ja, fast zwei Milchtüten. Apropos Milchtüten und Milch und Kaffee. Ich habe hier noch einen Kaffee stehen, den musst du noch trinken. So, 52 Zentimeter. Das ist schon ordentlich. Also, wenn man den dran hat, der macht Alarm. Also, mit Sicherheit. Dafür ging es eigentlich. Schönes Tier. Ja, Stufe 22. Ein neuer Held ist geboren. Zwischen Schwertern und dem frühen Morgennebel fängt er einen riesigen Aaland. Oh, der Spot ist noch heiß. Komm, einen können wir noch landen. Ich lese mir das gleich durch, Leute. Ihr wisst, das mache ich sowieso. Aber solange das Futter noch nicht wegschnabuliert ist, sollten wir hier nochmal schön schnell feuchtfröhlichen. Aber die fressen ganz schön gierig da unten weg. Ganz schön gierig, muss ich sagen. Oh, aber es zuppelt. Also wir konnten noch mal einen abgreifen. Yes. Und da ist doch schon wieder so dicker schon. Da mache ich mir jetzt noch mal eine Nummer größer einen Haken dran. Vielleicht kriegt man ja auch einen Gold noch zu Gesicht. Das war jetzt die Bronze-Geschichte. Wunderbarski. Aber erstmal lesen wir uns unseren Kollegen durch. Das ist doch klar. So, wo haben wir ihn denn? Da ist er. Der Aaland. Der Aaland ist ein Süßwasserfisch aus der Familie der Karpfen, der das klare Wasser großer Flüsse und Seen bevorzugt. Dieser beliebte Zierfisch ist an seinem prallen Körper und dunklen Rücken zu erkennen. Er wird zwischen 1, also 0,5 und 2 Kilo schwer. Als Allesfresser ernährt er sich von Wasserpflanzen, Insekten, Würmern und Larven. Ja, der prügelt sich alles rein. Ein Allesfresser also. Also kleiner Milchschlucker. Ja, aber die sind schon ziemlich breite Gesellen. Starke Gesellen. Man könnte sagen, in Anglerfachjargon sagt man, glaube ich, eine Plötze auf Steroide. Das könnte man sagen. Eine Bodybuilder-Plätze sozusagen. Schöner Fisch. Aber jetzt will ich das nochmal ändern. So, Rucksäckchen raus. Aber eine Sache wollte ich schon mal gucken. Steht da jetzt nochmal was da wegen Grund oder nicht Grund? Was aufhört? So. Nee. Steht jetzt nicht genau da, was man da, was der bevorzugt. Nur einmal frei. Dann können wir den in allen Lagen irgendwie fangen. Wunderbarski. So, unsere Route gehe ich nochmal drauf. Jetzt vergrößern wir den Haken mal. Weil wir es können. Machen wir das natürlich. So, und ich hoffe, ich habe hier dreimal Futter reingeworfen, aber es zählt nur einmal. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Vielleicht ist der Platz ja immer noch ein bisschen heiß.
Vielleicht liegt noch ein kleines Kernchen da. Und da können die noch mal schön reinhauen, die Kollegens. Ach, die Rute gefällt mir. Sieht schön aus. Sieht ein bisschen aus wie meine eigene, meine Grundroute sieht so ähnlich aus, muss ich sagen. Ja, ungefähr. Wie lang war die denn? 3,40 bestimmt hier, hä? Aber jetzt sind sie wirklich nicht mehr da. Jetzt ist die Frage, haben die das jetzt auch gepatcht, dass die Fische ohne Futter, also ohne Anlocken, schwieriger beißen? Das wäre jetzt ja auch mal gut zu wissen. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr anfüttern. Da müsste ich die Rute erst wegballern. So, machen wir Büchel auf. Und der Felix, der hat auch ganz viel geschrieben. Die Nadja hat ganz viel geschrieben. Also, so viele Daumen nach oben, wie ich euch geben müsste, gibt es halt leider nicht. Aber deswegen versuche ich es auch immer zu erwähnen. Ihr seid die Besten. Das muss ich schon mal loben, meine Freunde. Und Freundinnen. Nee, stimmt, da ist jetzt keiner mehr da. Dann fütter ich nochmal an. Ist doch klar. Warum jetzt nicht? Oh, das kostet auch... Ach, du schöne Bescherung. Sind die Graupen ja fast leer und die sind richtig teuer. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil der hat ja, ich sage jetzt mal pauschal, 30 Graupen auf der Hand, die da reinfeuert. Uiuiuiui. Ja, da hauen wir nochmal Mais rein. Mondstein, Flieg und Sieg. Okay, Mais sollte doch länger halten als eine Graupe. Wenn wir jetzt mal vom Realismus ausgehen. Oh. So muss ich jetzt erst wieder auf die Hand switchen? Nee. Wie kann ich jetzt zur Route switchen? Ah, okay. Kann ich das auch irgendwie anders machen? Nee, der Mais, der wird genauso schnell weggefressen. Geil, Leute. Das finde ich auch wirklich geil. Das gefällt mir. So diesen Ticken mehr Simulation. Umso mehr sie so Simulationspatches machen, umso besser finde ich es natürlich. Aber natürlich gab es auch viele Arcade-Spieler, die sich das Game geholt haben. Weiß halt nicht, ob die dann damit glücklich sind. Das ist halt die Frage. Da musste, ja, musste halt die Waage irgendwie finden. Schauen wir einfach mal, meine Freunde. Yes. Da ist einer. Wir denken dran. Wir haben jetzt den Fünferhaken dran. Der ist auf jeden Fall... Oder? Ist er Silber? Ja, Silber wird er sein. Silber muss er sein. Ja. Boah. 2,11 Kilo. Das muss doch aber krass an der Grenze sein zum Goldenen, oder? Wollen wir die Schwerter mit drauf machen? Freilich. Aber da ist die Beleuchtung nicht so schön. Weil ich mag das immer mehr, wenn wir die Sonne im Gesicht haben. Mach mal hier hinten ein bisschen das Panorama drauf. So. Er freut sich natürlich auch. Schöne, dicke Aalande. Geil. Oh, das ist wirklich sauschnell weg. Und vor allem geht er auch weg. Er ist halt in Echtzeit. Das, na gut, das ist okay. Aber das könnte ruhig die... Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt... Ich habe ja... Wie gesagt, beim Angeln habe ich auch so ein bisschen angefüttert.
Ja, und ich tue dann, sag ich mal, alle halbe Stunde mal. Ja, dann tue ich halt mal so ein, ich sag mal, einen kleinen Knödel reinwerfen. Von der Größe her, um das euch zu erklären. Wie groß wird denn das sein? Tischtennisball groß. Oh! Ohohoho! 2,48 Kilo! Da muss ich ja gleich nochmal ein Foto machen, die werden ja immer größer hier. Boah, was für ein Knüppel. Schöner. Wirklich ein schöner. Also herrlich. So, jetzt wird's ganz verrückt, Leute. Jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Und zwar, ich mache jetzt den Haken noch mal größer. Einmal möchte ich es noch probieren. Ah, wir haben keinen Vierer dabei. Komm, machen wir einen Dreier drauf. Könnte alles zu groß sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht wahr? Und da hinten spritzt und springt so schön. Ja. Was? Kein Köder angebracht? Ach. Stimmt, muss ich ja neu ausrüsten. So, aber jetzt. 38 Meter, jawohl. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf den Dreierhaken. Ich meine, die haben auch eine relativ große Schnauze, die Aalander. Da hat gerade einer Luft geholt. Ich werde jetzt hier auch jeden Fall nochmal die Spinnrute reinwerfen. Wenn wir jetzt hier den nächsten Fisch gelandet haben. Kurz ein bisschen Schnur geben, dann kann die schön weiter treiben. Ja. Aber wie geil das auch aussieht, oder? Wie der Schatten sich verändert und die Spiegelung unten an der Rolle, wo die. Die hat, glaube ich, eine Heckbremse. Und Freilauf hat die auch. Schöne Rolle. Aber seht ihr das? Es ist halt einfach geil. Kann man nicht anders sagen. Oh, eine schöne kräftige Röstung. Jawohl, da kann ich nachher wieder schön meinen Stuhlgang in die Keramik schmeißen. Entschuldigung an euch, die gerade essen. Aber auch guten Hunger gleichzeitig natürlich. So, wie sieht es jetzt hier aus? Aber es zuppelt nix, wa? Nee. Leier mal ein bisschen in die Mitte. So. Das bringt manchmal schon viel. Auch in echt mache ich das gerne mal. Wenn die Pose so ein bisschen umhertreibt auf dem Gewässer, immer mal so ganz leicht einziehen, vorsichtig und langsam. Und manchmal macht man dann nochmal den Köder, auch wenn der nun da unten dran hängt, nochmal etwas interessanter, auch für die Friedfische. Die sind da auch für kleine Spiele gerne mal aufgelegt. Und wollen auch mal da nochmal reinbeißen. Also zumindest an den Gewässern, wo ich angeln gehe, kann das den kleinen Unterschied machen. Natürlich nicht so schnell, wie ich jetzt hier geleiert habe, sondern ganz vorsichtig und langsam. Und so kann man auch schön die verschiedenen Spots absuchen. Weil ihr wisst ja selber, wenn ihr Angler seid, wenn dann unten vielleicht doch ein Stein liegt oder irgendwo eine kleine Seerose wächst oder eine andere Pflanze. Da kann dann schon wieder der potenzielle Fang stehen und der sieht dann den Köder und denkt sich, ach, warum nicht? Hole ich mir. Ja, Dreierhaken erweist sich als schwierig. Aber ich wollte noch mal gucken, das ist ja das Geile in dem Game. Wir können ja einfach gucken, was wir hier noch offen haben. Rotauge Silber, aber das hat man ja schon in Gold. Seesaiblingen Silber. Esche im Bronze.
Das will ich auf jeden Fall noch machen. Esche in Bronze. Brasse Bronze brauchen wir jetzt auch nicht. Rotauge Bronze auch nicht. Die Frage ist, wenn wir die aber alle abschließen, kommt dann nochmal neue dazu. Stimmt, wa? Seesaibling in Silber ist natürlich auch interessant. Wenn wir uns jetzt eine neue Schnur kaufen können und ich noch ein bisschen Kohle mache, dann werden wir das im nächsten Part auch noch mit reinnehmen. Obwohl, ach, eigentlich in Silber. Ich weiß nicht, ob ich den rauskriege. Ich glaube es nicht. Da bräuchte ich noch eine viel stärkere Schnur. Ich meine, die Spinnangel ist bis 35 Kilo ausgelegt. Die schafft das, denke ich. Aber wir brauchen eben einfach die bessere Spule und die bessere Schnur. So, hier tut sich nichts. Dann wechseln wir mal die Seite hier. Gucken da noch mal und ansonsten hole ich die Spinnangel noch mal raus. Das wäre mir jetzt ein großes Anliegen, da noch mal zu schauen, ob das funktioniert, war. Oh, ich bin so, Mensch, ist das geil! Und ach ja, bevor ich es vergesse, die Nadja hat auch noch geschrieben bei Instagram: Lieber Affenkönig, du alter Hornochse, es kommt bald noch ein schönes Remake oder Remaster von Ultimate Fishing Simulator raus. Da habe ich mal einen Test gemacht. Hat mir dann schon nicht schlecht gefallen, war aber, wo ich es getestet habe, auf der Konsole schon relativ alt und dann fand ich immer Fishing Planet oder The Fisherman irgendwie schöner. Und es ist aber kein schlechtes Spiel. Wenn das jetzt ein Remaster hat mit schicker neuer Optik, ein paar Quality of Life Patches und Sachen, die sie da einfügen, wäre das natürlich nochmal ein großer Blick wert. Wobei ich mich dann gefragt habe, warum sie nicht den zweiten Teil, der sollte ja schon 2022 im Sommer für Konsole erscheinen. Und bisher ist es da recht ruhig drum geworden. Deswegen ist es ein bisschen schade. Hä, habt ihr das gesehen? Die ganzen Aalande springen wirklich da, wo das Futter lag. Immer noch. Oder sind die doch noch länger da vor Ort? Ja, dann gucken wir jetzt mal. Hier bei der Wurzel. Na gut, da ist halt Struktur, gell? Habe ich ja vorhin erst erzählt. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wenn die jetzt natürlich den ersten Teil in der Optik vom zweiten Teil rausbringen oder so ein Bundle, wo der erste und der zweite Teil drin ist in derselben Optik. Shut up and take my money, sage ich da. Würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und da seid ihr auf jeden Fall auch mit dabei. Da werde ich auf jeden Fall, würde ich reingucken. Und wenn ihr solche geilen Infos habt, wie die Nadja immer, gerne in die YouTube-Kommentare. Instagram ist cool, ist auch geil, wenn ihr mir da schreibt, aber YouTube-Kommentare unter diesem Video hier oder unter irgendeinem anderen Angelvideo, eigentlich ganz egal, wäre halt viel, viel wichtiger, weil, naja, ihr wisst ja, der YouTube-Algorithmus ist eine kleine Punkt, Punkt, Punkt. Der ist nicht gut zu Mini-YouTubern und umso mehr Kommentare da stehen, umso mehr Leuten wird dieses Video auch angezeigt und das ist sehr wichtig. Deswegen freue ich mich auch über jedes Däumchen von euch, über jeden Kommentar, über jede Anregung, über von mir aus auch Kritik könnt ihr gerne machen, bin ich offen für. Und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich habe da unten gerade der große Burschen rumschwimmen sehen, aber ich glaube wirklich, das mit dem Haken wird hier nichts. Zumindest nicht auf den Fisch. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Jetzt will ich mal die neue Rute testen. Das ist ja auch klar. Und da habe ich eine Eritze drauf. Und da guck mal einfach mal, was denn da kommt. Da bin ich nämlich sehr gespannt. So, hier ist es ja nicht tief. Ich weiß auch gar nicht, was hier jetzt überhaupt so raubfischmäßig drin ist. Das kann sein, die wir vorhin gesehen haben am Rand, dass das gar keine Regenbogenforellen waren, sondern dass das die Aalande waren, die da rumgezogen sind. Im Verbund. Sind erstmal so schön durchs Gewässer durchgezogen, haben mal abgecheckt, wo ist es einen halben Grad wärmer, dass sie sich schön ihr dickes Schuppenkleid ein bisschen aufwärmen können. Ich weiß es nicht.
Vielleicht habt ihr es besser gesehen und könnt mir das dann in die Kommentare schreiben, was das für Gesellen waren. Ach, es ist doch einfach nur schön hier. Ein Lügner, der was anderes sagt. Teert ihn und federt ihn. Ja, aber keine Berührung. Aber auf der Karte... Aland, Esche, Seesaibling, Kaulbarsch. Oh, der Seesaibling ist hier auch drin. Das wäre jetzt wieder so ein interessantes Ding. Das ist der Atlantische Lachs. Da bin ich in Oblede. Wo ist denn unser Seesaibling hin? Ach, den... Leute, den Seesaibling hat man hier noch gar nicht? Hä? Ist das ein Fehler? Das ist doch ein Fehler, Leute. Und auch ein Zander, oder? Hm, vielleicht täusche ich mich auch, aber warum ist der hier nicht beschrieben? Ach, natürlich. Nee, nicht natürlich. Den haben wir ja auch in Bronze, also müssten die ja wenigstens in Bronze markiert sein. Erstmal egal, da gucke ich jetzt mal kurz rein. Blinker, Spinner, Igel, Eritze. Eritze haben wir drauf. Was haben wir denn für einen Haken drauf? Große nehme ich an. Heilig. Nee. Kein Fisch da. Kein Fisch da. Wo würde ich den Seesaibling eher vermuten? Vielleicht hier. Aber tief ist es ja nicht. Deswegen wundert es mich eigentlich so ein bisschen, dass der hier lebt. Ja, 10 cm mehr. Oh, da ist aber gleich... Ja, ist gleich was dran. Okay. Dann doch so. Ich wollte trotzdem gerne mal wissen, was ich hier für einen Haken drauf habe. Ja, oder spielt er jetzt... Da hat er gerade was gespielt. Los, geh ran, du freches Früchtchen. Ach komm, wir gucken mal. Vielleicht habe ich da sowas richtig Dickes dran. Vierer. Nö, ist nicht zu groß, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Eindeutig. So, der Karrenmama... Hier hinten in die Ecke rein. Ah, ja. Na, 2,8. Das ist doch schon mal ein wenig besser. Zumindest wird es da unten ein bisschen kühler sein. Und das mag ja unser Seesaibling-Freund. Wir haben es jetzt 6.46 Uhr. Die Zeit ist super. Esche wäre natürlich auch was. Aber es wundert mich, Leute. Oder haben die das komplett neu gepatcht? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, muss ich euch sagen. Weil von den Rapfen haben wir viele gefangen. Haben die den komplett neu modelliert, den Seesaibling? Ich habe euch doch gesagt, dass der so ein bisschen komisch aussah. Dass der nicht so richtig hingehauen hat von dem Aussehen. So. Wie soll ich es denn beschreiben? Ist schwierig zu beschreiben. Vielleicht ist das auch alles nur Quatsch, was ich euch hier erzähle. Nee, da war das vielleicht doch nur der Atlantische Lachs. Das könnte ich auch verwechseln mit dem Golden Ridge Reservat. Das kann schon sein.
So, und hier spielt's. Ich habe es genau gesehen. Sie müssen ihn nur noch nehmen. Okay. Wenn Sie hier nicht wollen, dann müssen Sie sich das gefallen lassen, dass ich jetzt die Spinnrute hole und hoffentlich können wir so einen verhaften. Machen wir nämlich hier Twitch. Und dann wird sich schon einer melden. Gehe ich mal stark von aus. Kann natürlich sein, dass die hier nur in einer kleineren Größe drin sind. Und deswegen das alles ein bisschen zu groß ist, was ich hier fische. Oh! Ja, so weit kann er hier nicht, zum Glück nicht rausziehen. Aber das ist ein Seesaibling. Okay, Leute, jetzt geht's wieder los, der Kampf. Immer Stück für Stück, mühsam, mühsam ernährt sich das Maultier. Ja, das meine ich. Wenn wir dann eine stärkere Schnur hätten, dann könnte der gar nicht solche großen Fluchten machen. Der würde schon auch noch fliehen, aber eben nicht mehr in die Dimension, wo er jetzt gerade ist. Oh, ich habe so ein bisschen Angst, dass er doch so weit rausziehen kann, dass ich ihn nicht bekomme. Oh mein Gott, was habe ich da noch wieder angefangen? Und angezettelt. So, jetzt muss ich mal Risiko eingehen und hier höher stellen. Ja. So, dass man wenigstens mal ein paar Meter, ein paar Meter gewinnen. Komm her, alter Hornochse. Wir müssen immer versuchen, schön Spannung zu halten, dass man an die Oberfläche ziehen können. Richtung Oberfläche, das mögen sie nicht. Das mögen sie nicht, die Kollegen. Oh. Ja, komm schon. Meine Freche, ich hab dich gleich für die Pfanne bereit. Gleich haben wir dich für die Pfanne bereit. Gleich ist es soweit. Oh. So, immer ein bisschen spielen hier anziehen. Das hilft ganz gut, finde ich. Macht man echt natürlich nicht so. Sieht ein bisschen albern aus. Aber hier im Spiel hilft das sehr, sehr. Oh! Hilft das sehr gut. Wenn man mal leicht den Fisch versucht, nach oben zu pullen. Zumindest bei den Atlantischen Lachs und bei den Saiblingen. Ist das ganz geil. Ja, gleich könnte man sehen. Aber wenn er uns sieht, haut er bestimmt noch mal ab.
Oh, jetzt dreht er nochmal auf. Oh, das ist ein dicker. Ja! Ja! Ist das geil, Leute! In Gold! Ich wehr nicht wieder! Was für ein Abschluss! 7,7 Kilo, 70,66 Zentimeter. Geballte Kraft! Also, der hat schon viele Frauen beglückt. Der ist schon ein bisschen älter. Oder, wenn es ein Weibchen ist, hat er natürlich schon viele Männer penetriert. Oder, ja, ich will nicht weitermachen. Er hat sein Lümmel in. Er hat ein Schwert gekreuzt sozusagen. Es könnte auch sein. Geiles Fischlein. Obwohl man dazu nicht Fischlein sagen kann, das ist einfach nur geil. Einfach nur geil, diese Hakenschnauze. Ich find's mega stark, meine Leute. Und mit diesem wunderschönen Fisch möchte ich mich von euch verabschieden. Das war Call of the Wild, Part 26. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hab euch lieb. Wie gesagt, lasst mir ein bisschen Liebe in die Kommentare da. Und natürlich gerne liken, weitererzählen, abonnieren. Ciao, euer Affenkönig.